Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zum Kanal Psych Online, wo wir differenziert und wissenschaftlich das Thema Narzissmus betrachten, aufklären, nicht schwarz und weiß, sondern wir wollen wirklich und ehrlich helfen. Wie kann ich mich daraus befreien? Und vielleicht auch, wenn ich selbst Narzisst bin und das bei mir erkenne, diese Anzeichen, was soll ich jetzt tun? Jeder schickt mich zur Hölle und sagt, ich soll in der Hölle schmoren. Ist das fair? Ja, nein. Was soll man da tun? Ich bin hier mit einem diagnostizierten Narzissten, nämlich Tommy. Ich bin sehr froh, dass es geklappt hat. Ich bin stark, auch muss ich an dieser Stelle sagen, auch deinen Mut zu sagen, ja, ich bin Narzisst, hier bin ich und so fühle ich mich. Das wird für die Zuschauer heute ein polarisierendes Video sein, aber ich denke, es bietet einfach unglaubliche Möglichkeiten, das Thema besser zu verstehen. Starten wir direkt rein. Tommy, herzlich willkommen. Magst du dich gerne kurz einmal vorstellen? Ja, guten Morgen, Marc. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann. Ich bin der Tommy. Ich bin Narzisst und gleichzeitig bin ich auch Therapeut. Also ich bin Heilpraktiker Psychotherapie und mache Gesprächstherapie mit meinen Klienten und bin eigentlich, wirke ja sehr empathisch auch in meinen Videos und auch im echten Leben. Also ich würde sagen, ich bin ein Narzisst in Heilung. Ja, und deswegen bin ich ja so ein wandelnder Widerspruch, ne? Wie kannst du als Mensch mit Ich- und Empathiestörung halt wertschätzend, empathisch mit deinen Klienten arbeiten? Wie kannst du so empathisch sein? Du wirkst total ja, liebevoll, zärtlich auch mit deinen Zuschauern und so wie du bist, auch zu dir selbst. Und wie kannst du dann diese Empathiestörung haben? Ich möchte halt versuchen, diese Gräben halt wieder zuzuschütten, ne? Also natürlich ist Täterschaft Täterschaft und da will ich nichts relativieren, ganz wichtig. Aber wirklich helfen tut den Co-Abhängigen von Narzissten am Ende immer die Eigenverantwortung, zu sagen, was sind meine Anteile? Narzissten sind immer schuld, aber ab einem gewissen Punkt nützt es dir in deiner Aufarbeitung, in deiner Selbsttherapie nichts mehr. Und da, ich glaube, wenn einer sagen kann, du schau doch mal auf deine eigenen Anteile, liebes Opfer, dann ist es jemand, der selber eine Macke hat, so wie ich. Und das ist, glaube ich, so entwaffnend und das ist so ein bisschen meine Strategie. Einfach, ich bin maximal aus meinem Privatleben selbst motiviert, diese Rolle einzunehmen. Ich konnte meine Eltern vor ihrer toxischen Beziehung nicht bewahren, die katastrophal geendet ist, die ich auch ganz offen in meinem Kanal mit umgehe. Und ich bin einfach wirklich motiviert, mich zu heilen, indem ich mich ständig selbst entlarve, proaktiv, ja, bevor ich in meine narzisstischen Schübe reingehe, wie ich es nenne. Und natürlich hätte ich gerne meinen Eltern damals geholfen, ja, und war zu jung. Aber auch nur knapp zu jung, weil ich meine Jugend schon meiner Mutter ganz viel geben konnte, ja, und ganz viel Verständnis auch mitteilen konnte mit meiner Selbstreflexion. Aber ich möchte möglichst viele andere Familien und Beziehungen vor dem toxischen Kollaps halt schützen. Das ist meine Motivation, ja. Wie und wann hast du die Diagnose bekommen? Genau. Bei mir ist es so, dass ich aktuell nicht diagnostiziert bin. Also ich bin in Therapie natürlich, also dass man als Therapeut Supervision hat, ist ganz normal, dass man ständig auch an seinen eigenen Themen arbeiten muss, weil man auch so viel seelische, krasse Sachen einfach auch mit ganz nah mitbekommt als Therapeut. Aktuell bin ich diagnostiziert als jemand auf der komplementären Seite. Ich habe eine impulsive Borderline-Persönlichkeitsstörung, ja. Aber ich weiß, dass ich das nach wie vor in Anteilen, in Schüben habe. Und es ist auch ganz typisch, dass ich und Persönlichkeitsstörungen haben alle dieselbe Ursache, nämlich in einer starken Empathiestörung und einem Gefühl, kein Ich zu haben oder nur ein Ich, was immer wieder da ist und dann wieder das Ich-Gefühl nicht da ist und dann Angst und dissoziative Störungsbilder halt auftreten. Wenn die Menschen so irritiert sind auf meinem Kanal, wieso du bist kein Narzisst und so. Nein, aktuell bin ich eher als die komplementäre Störung diagnostiziert, aber das Wichtige ist ja, es gibt nicht den knalligen Bilderbuch-Narzissten meistens nicht. Das ist eine Ich- und Empathiebehinderung, ja, die man ein Leben lang mit zu kämpfen hat und die äußert sich je nach Heilungsphase mal in narzisstischen, mal in Borderline, mal in anankastischen, mal in paranoiden Persönlichkeitsstörungsmustern. Und ich bin wirklich eine schöne Mischform. Und damals, als ich wirklich aus meiner Sicht knallig narzisstisch war, habe ich mir natürlich keinen Therapeut gesucht, weil ich hatte ja kein Problem und ich schaffe das alles alleine. Ich verschaffe meine Alkoholsucht, die auch komplementär war zu meinem Narzissmus, alles alleine. Das ist alles kein Problem und hat sich auch gegenseitig maskiert. Narzissmus möchte sich nicht entdecken lassen und Alkoholismus möchte sich auch nicht entdecken lassen und die beiden sind Hand in Hand. Und so tobt halt gerade bei Narzissten so ein prozentualer Kampf, territorialer Kampf um echtes Ich in dem Menschen. Ne? Also das abgespaltene Ich ist leer, da ist nichts. Das ist eben die Nichtmöglichkeit, die Nichtkraft, das echte, verletzte kindliche Ich zu spüren. Und man versucht, genuin zu sein und in Abspaltung ist man halt eben nicht man selber und das wird eben wirklich
von einem bösen Inhalt besetzt. Ja, also würde ich es wirklich sagen, es tobt ein Kampf zwischen Gut und Böse. Und das Böse bin halt, ist eben das Unbewusste, das Abgespaltene, das Nicht-Genuine. Und dieser Kampf tobt halt in uns. Und da so sind wir auch, Narzissten können auch mit, wenn sie noch krassere Narzissten treffen, können auch super devot werden und in die Borderline-Richtung rutschen. Ne? Ich werbe hier für ein sehr fluides Störungsbild, wo die Grundlage ist. Und da kommen wir eben alle zusammen. Wir Opfer, wir Co-Abhängigen, wir Borderliner und wir Narzissten kommen alle zusammen darin, dass wir ein gestörtes Ich- und Empathiegefühl haben für uns. Aufgrund von schlimmen Dingen, wo wir uns abspalten mussten. Und dafür werbe ich halt, dass wir eigentlich alle dasselbe Problem haben. Und was natürlich auch dazu kommt, ich arbeite mit sehr vielen Co-Abhängigen und Opfern von Narzissten, dass die Opfer irgendwann durch die komplette, dass sie den Boden unter den Füßen verlieren, dass sie dann halt auch narzisstische Züge entwickeln. Tatsächlich, sie in der völligen Ichlosigkeit nach Jahren von Gaslighting, von Gewaltandrohung, von tatsächlicher Gewalt, von Manipulation, von Isolation von dem Umfeld, adaptieren die sogar, weil die haben die immer das Thema, dass sie ihr Ich, dass sie halt Fusionsliebe praktizieren. Sie wollen sich ja verlieren im anderen, ne? Im vermeintlich starken anderen. Und dass die dann tatsächlich auch selber narzisstische Züge entwickeln. Und das tut auch weh, wenn du dich immer als Opfer siehst von Narzissten, dass du eigentlich auch Täter bist. Ja, wenn, weil das entwickelst du mit der Zeit irgendwann. Du bist auch passiv-aggressiv und auch zu anderen Menschen betreibst du dann narzisstische Sachen. Also wir müssen, glaube ich, da ein bisschen umdenken. Es ist fluide, es ist wechselnd und wir finden uns alle zusammen darin, dass wir ein gestörtes Ich- und Empathievermögen haben. Ich werde jetzt zurückhalten, dass ich da jetzt meine Meinung dazu gebe, zu dem, was du gesagt hast, weil ich habe da jetzt auch meine bestimmte eigene Meinung zu bestimmten Punkten. Aber es geht jetzt hier gerade nicht um meine Meinung, sondern ich möchte die Zeit auch nutzen, mehr auf das einzugehen, einfach auf diese Möglichkeit hier gerade. Wie fühlt es sich an, zum einen, wie fühlt es sich an, diesen Zwiespalt zu haben, zu einem zu sagen, nein, ich bin perfekt, es ist nicht meine Schuld, verdammt, es ist nicht meine Schuld. Wie fühlt sich das an? Ist es gut, ist es schlecht? Und zum anderen, wie kam es jetzt, dass sich das bei dir gewendet hat? Ja, also vielleicht mit dem zweiten Anfang. Also sehr früh, also ich habe sehr früh in meiner Jugend war ich, glaube ich, sehr knallig narzisstisch, hatte Größenideen, war immer, alle anderen waren schuld. Ich war halt ein richtiges Raubtier, habe quasi mehr Bewunderung und Furcht erarbeitet, dadurch, dass ich halt immer in meinen sozialen Umfeldern in der Schule oder im Sport irgendwie immer der Beste war oder ein anderer halt mir alles rausnehmen konnte und sowas. Aber ich hatte auch ganz starke Ich-Störungen, Energiefluktuationen, Affektlabilität und so, dass ich dann irgendwann halt auch suizidal wurde. Na, das ist ganz typisch, wenn du halt irgendwann, wenn einen narzisstischen Kollaps hast, ja, weil es einfach manche Dinge, die du dir nicht willst, einfach nicht funktionieren, dann ist es auch sehr schnell lebensbedrohlich. Und ich wurde von meinem besten Freund damals vor dem Suizid gerettet mit 19 Jahren und habe dann wirklich von programmatisch gesagt, pass mal auf, in diesem Kollapsmoment kann ich erkennen, dass es halt offensichtlich, dass ich ein komplettes Arschloch bin. Und du hast nur Glück gehabt, dass die Leute irgendwas in dir gesehen haben, irgendwas Genuines, Wertvolles, was du selber nicht sehen kannst. Also fang doch mal an, richtig programmatisch, auch wenn du es null fühlst, ja. Empathiebehinderung, Hashtag, ja, für andere zu leben. Mach dich mal zum besseren Menschen. Auch irgendwie lern doch mal Sozialverhalten, ja. Versuch das doch alles. Und so fing halt meine Heilreise an, vor 25 Jahren. Ich habe dann wirklich aus allen Rohren gefeuert, alle Techniken benutzt, die man sich vorstellen kann, um halt irgendwie an meine Gefühle ranzukommen. Ich habe mir, in der Anfangszeit habe ich mir erstmal das Heulen wieder beigebracht, ja, weil ich halt durch den Suizid meines Vaters halt komplett emotional verkümmert war und abgespalten und verschüttet und habe mir dann traurige Filme angeschaut, um wieder Gefühle spüren zu können. Und seitdem ist dieses Reden über meine Gefühle, über meine Unzulänglichkeit, über meine emotionale Behinderung, ist heilsam. Hilft mir halt eben, ich zu bleiben und nicht abzudriften in diese Schübe, in diese narzisstischen Schübe, wo ich dann plötzlich die Realität verkenne, wo ich dann wirklich eine andere Realität wahrnehme, neutrale Impulse, das geht mehr in diese paranoide Persönlichkeitsstörung rein. Neutrale Feedback wird als negativ und abwertend gewertet. Ja, weil im Kern des echten Ichs ist ja ein Narzisst zutiefst selbstunsicher und hat ein ganz, ganz geringes Selbstwertgefühl. Es wird ja also überspielt, ne? Weil man dieses Leid einfach nicht spüren kann. Genau, und so habe ich halt nach und nach dann einfach daran gearbeitet, wieder genuin zu werden.
Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, da war nicht viel von vorhanden, von Anfang an nicht. Das heißt, vieles, was ich gemacht habe in meinen Early Twenties, in meinen Anfangs 20er Jahren, war reines Beobachtungs- und Imitierungslernen. Fake it until you make it, bis es dann in Fleisch und Blut übergeht. Aber ich verstehe auch viele immer auf meinem Kanal, die sagen, was ist jetzt genuin, was ist jetzt wirklich du, wenn du nie wirklich was warst. Ja, also das ist meine Strategie, in die Verletzlichkeit immer wieder reinzugehen, damit die Abspaltung eben nicht stattfinden kann. Und nach wie vor findet sie statt. Vor allen Dingen in meinen amorösen, ne, Liebesbeziehungen, dass ich einfach wirklich Signale wahnhaft umdeute, ja, verkenne und dann denke, dass ich werde angegriffen und muss dann halt in die Gegenoffensive reingehen. Und das meine ich damit. Kannst du den zweiten Teil deiner Frage vielleicht nochmal wiederholen, dass ich da noch schaue, ob ich alles erwähnt habe? Wie fühlt es sich an, diesen, eigentlich hast du schon erklärt, diesen Zwiespalt innezutragen, zum einen zu verkörpern, ich bin perfekt, es ist nichts meine Schuld, aber zum anderen dann dieser Zwiespalt, wie kann das sein, wie fühlt sich das an? Genau, das ist einfach Ambivalenz. Ja, es ist, ein Narzisst ist ja ein Rätsel für normale Menschen oder für Co-Abhängige, die halt empathisch sind oder eher zu empathisch, sehr fließend empathisch. Wir sind ein Rätsel, was nicht zu lösen ist. Und das sage ich auch immer all meinen Klienten. Wir sind nicht zu lösen. Ein Gefühl, was vorherrscht, ist Ambivalenz. Du kannst mir 100 zen-buddhistische Koans geben, ja, völlig widersprüchliche Aussagen, und die machen alle für mich Sinn ab Sekunde 1. Ja, also ich bin gut in Zen-Koans knacken. Ja, sozusagen ist lustig, aber ich liebe die auch, die Dinger, weil Was Ambivalenz, knacken? also Zen-Koans knacken, sagt man dazu, wenn man halt von seinem Zen-buddhistischen Meister so widersprüchliche Aussagen gestellt bekommt, die man dann halt auf einer vorsprachlichen, vorlogischen Art und Weise durch einen Transformationsprozess, in dem man in einen Bewusstseinszustand gelangt, wo völlig widersprüchliche Sachen gleichzeitig wahr sein können. Ja, das ist die positive Seite, dass du halt dann quasi sehr schnell in Realitätszustände kommst, die jenseits der Polarität sind. Aber das ist eben krankhaft, und Ambivalenz ist halt einfach ist meine Lebensgrundlage. Das ist so, meine Familie war halt ambivalent. Mein Vater war sowohl charmant, liebevoll und toll, aber er war genauso gut gewalttätig meiner Mutter gegenüber. Er war mal da, er war mal nicht da. Wie wird er heute sein? Wird er nur leicht betrunken sein und lieb und sehr charmant und zärtlich, oder wird er stark betrunken sein und dann meine Mutter an Grund und Boden hauen vor meinen Augen? Ne? Ambivalenz, wenn er einfach nur ein hartes Arschloch gewesen wäre, wäre der Schaden der Ambivalenz, glaube ich, gar nicht so groß gewesen bei mir. Ein richtig guter Punkt. Wenn entsprechende Menschen einfach nur durch und durch schlechte Menschen wären, ohne das Positive auch, es wäre so viel einfacher, das für sich einzusortieren. Aber weil dieses Perfekte auch manchmal da ist, es ist dieser emotionale Zwiespalt, das ist das Schwierige. Und da möchte ich tatsächlich noch auf einen Punkt gehen, das lässt mich gerade nicht los, nämlich mit dem Punkt, dass die Opfer zu Tätern werden. Ich weiß, was du meinst. Ich finde das tatsächlich etwas zu hart ausgedrückt. Denn, und hier kommt es auch noch mal drauf an, denn jeder Mensch, also es gibt diesen gesunden Narzissmus. Ich weiß, hier werden die Menschen schon ihre Fackeln und Heugabeln holen. Es ist eine Definition der klinischen Psychologie. Ich habe mir das nicht ausgedacht. Ich benutze einfach den Begriff. Und dann gibt es einmal den pathologischen Narzissmus. Und Menschen, die ängstlich vermeidend sind, können trotzdem auch Neigungen zum Narzissmus haben. Es ist nicht entweder hier oder da, es ist ein Kreis. Und man kann irgendwo auf diesem Kreis drauf sein. Wenn wir Konarzissten haben, es wird nach Jahrzehnten des heftigen Missbrauchs durchaus Narzissmus abreiben. Ich muss einfach sagen, ich finde das hier nicht fair, wirklich zu sagen, dass die dann Täter sind, weil sie durch den enormen Druck selbst einfach durchdrehen, ein Stück weit. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Ich weiß genau, was du meinst. Ne? Das soll keine Täterschaft relativieren. Auf keinen Fall. Das mache ich nicht. Ganz ehrlich, Selbstvergebung ist auch so ein Therapietool, was ich halt brauche für mich. Ne? Ich war nicht schuld daran, dass meine Eltern so waren, dass sie mich ins Leben gerufen haben und dass ich halt gezwungen war, mich mit meinen Tools, mit meiner Charakterprofil, das ja auch so auf die Welt kam. Wir kommen ja nicht als weiße Blankoschecks auf die Welt. Wir haben ja Anlagen und dann eben werden entwickelt durch die Umwelt. Ich bin nicht schuld, dass ich in diese Abspaltung gehen musste. Ne? Und dass es sich eben dummerweise bei mir aufgrund meines Charakterprofils, ich eigne mich nicht als Opfer,
Ich bin mich als Täterpersönlichkeit, aber ich bin da zutiefst verletzt worden. Ne? Und wichtig ist auch, auch wenn Narzisst, ich arbeite auch schönerweise mit Narzissten, die in Heilung sind, die es auch versuchen, sich selbst zu entlarven, zu enttarnen und den Schaden abzuwenden und bei sich zu bleiben. Ja? Es ist wichtig, man kann irgendwie so sagen, ab wann bist du sozusagen, ne, Schuld ist Schuld, okay, ja, und Täterschaft ist Täterschaft, aber ab wann bist du sozusagen vor dir selbst, vor deinem eigenen Gewissen schuldmündig? Ne? Ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo du es weißt, ne? Ab dem Zeitpunkt, wo du merkst, du, Tommy, ich glaube, ich bin tatsächlich, ich habe narzisstische Anteile oder bin sogar diagnostizierbar Narzisst, ab dem Zeitpunkt wird es auch immer wieder prozentuale Graben, also territoriale Kämpfe in deiner Seele geben. Du wirst auch weiter Narzisst bleiben und Schübe, spreche von Schüben, so, ja, haben. Aber das vorher bist du sozusagen, bis du es nicht erkannt hast, bist du halt einfach nur ein entartetes, ja, armes Ding, was an der Peripherie seines eigenen Selbstes halt so rummarodiert in diesem Größen-Ich, in dem idealen Ich. Aber ab dem Zeitpunkt, wo du was ahnst, ab da finde ich, da muss man sehr hart mit den Menschen ins Gericht gehen. Also wenn ich jetzt, ne, wo ich den Alkoholismus besiegt habe, wo ich halt irgendwie wirklich sage, ich bin jetzt Therapeut, sogar spezialisiert auf Narzissmus und angrenzende Themen. Wenn ich jetzt noch anfange, nicht Selbstfürsorge zu betreiben und so viel wie möglich abzuwenden, das ist wirklich, das ist boshaft. Aber vorher, die Narzissten müssen auch irgendwie sich selbst vergeben können, um heilen zu können. Ja, die müssen irgendwie mit der Schuld, die haben eh ein scheiß Selbstwertgefühl und fühlen sich halt minderwertig. Das ist ja die Grundlage, warum sie sich abgespalten haben und dann eben nicht in die Opferschaft, sondern in die Täterschaft gegangen sind. Aber dass sie auch sagen, ich kann ja versuchen, mich auch zu entschuldigen bei anderen, das Leid zu spüren, was ich ausgelöst habe, um zu heilen. Aber ich muss vor allen Dingen auch mir selbst vergeben, weil ich bin nicht schuld, dass ich als Kind in Grund und Boden gestampft wurde und diese krassen Abspaltungssachen machen musste. Und ich bin auch nicht schuld, dass ich noch mit in meiner Jugend das noch nicht durchschauen konnte, weil ich keine Hilfe hatte, weil das System versagt hat. Warum hat meine Mutter mich nicht zum Therapeuten geschickt? Ich habe mich, als ich 15 bin, mit satanistischem Black Metal Geballer, Musik 24/7 in ungute, jungsatanistische Abgründe des Ego-Tods und der Gewissen, Absterbung bewusst hineinmanövriert, weil ich mich lieber mit dem Bösen also glorifizierend identifizieren wollte, als das bisschen Gutes in mir zu stärken, weil es war der einfachere Weg, das bisschen Rest-Ich noch weiter abzutöten. Das ist alles nicht meine Schuld. Sondern die Schuld ist wert, wenn ich es irgendwie erkannt habe, dass ich dann halt Verantwortung übernehmen muss. Das hilft, das ist so ein bisschen meine Meinung. Könnt ihr mich auch gerne für kritisieren, aber ich finde es wie mit dem, man ist halt erst schuldmündig, wenn man halt es erkannt hat. Ja. Das ist, wenn das, ich werde das einmal zusammenfassen, denn im Endeffekt gibt es da nichts dran zu kritisieren, wenn es auch einmal, ich weiß nicht, vielleicht hat das auch jeder direkt auch so verstanden, wie es gemeint ist. Denn die Heilung von Narzissmus ist im Endeffekt, diese Schuldfrage abzulegen. Und die Menschen im Umfeld wollen auch gar nicht mehr. Ab irgendwann wollen sie gar nicht mehr, dass sich die Narzissten selbst mit dieser Schuldfrage immer weiter beschäftigen, weil das eben zu diesem Abblockieren ja auch irgendwann führt. Das heißt, die Menschen selbst, das heißt auch viele Zuschauer, wollen eigentlich gar nicht, dass die zum Beispiel einer der eigenen Elternteile, die jetzt stark narzisstisch ist, die wollen gar nicht, dass da mit der Schuldfrage so viel rumhantiert wird, sondern sie wollen einfach nur, dass man das akzeptiert und nach vorne schreitet und entspannt irgendwie nach vorne schreiten kann. Und das ist die Lösung. Es ist passiert. Vielleicht musste es einfach so passieren. Aber wenn diese Schuldfrage immer weiter Chaos erzeugt in den entsprechenden Menschen, dann wird sich auch nichts ändern. Das heißt, hier ist auch so ein bisschen die Frage, okay, was ist wichtiger, mit dem Finger zu zeigen oder dass wir es gemeinsam irgendwie nach vorne schreiten können? Das heißt, im Endeffekt gibt es da auch nichts dran zu kritisieren, weil das ist die Heilung gegen auch Narzissmus, wenn man möchte, oder ein Ansatz Ein davon. Einander. Gerade hatte ich noch eine Frage. Ach so, genau. Hm. Tommy, was ist eine Sache, die du immer wieder hörst, die Menschen aber, was nicht stimmt, die Menschen immer wieder falsch darlegen, was Narzissmus angeht? Naja, dass der Narzisst real ist. Also, dass der Narzisst existiert. Ja, dass die Liebe, die diese Co-Abhängigen den Narzissten entgegenbringen,
irgendwas mit dem Narzissten zu tun hat. Ja? Das ist das wirklich, was es, das Schlimmste ist. Also, und ich versuche ehrlich gesagt, den Menschen halt zu erklären, dass er Narzisst, da ist nichts. In seinem abgespaltenen Ich ist er nichts. Eine leere Hülle, ein Hologramm, ja, was immer wieder flackert, weil die Energiezufuhr halt einfach da manchmal fehlt. Es ist einfach nur ein Gebilde, was nicht real ist. Und die Menschen, die halt so eine extreme Idealisierungsliebe haben auf der Borderline-Seite und dann mit Narzissten zusammenhängen, wenn die bloß spüren könnten, dass all das, was sie da an Liebe spüren, an rauschhafter Liebe zu dem Narzissten, eigentlich so ein extrem, so ein Urausbruch ist von ihrer eigenen Liebesvermögen. Ja, also dass, wenn sie sich selbst so lieben könnten wie die Narzissten und erkennen können, dass sie die Quelle von der Liebe sind und dass ein Narzisst nichts ist, er ist noch nicht nur ein Rätsel, was man nicht knacken kann, sondern er ist einfach nichts in diesem Moment. Er ist einfach nicht vorhanden. Ja, es ist, und was dann da ist, sind halt so irgendwelche Fremdbesetzungen. Ich versuche halt immer wieder, genau, das ist die große Erkenntnis, das wäre die große Heilerkenntnis, wenn sie das, die Opfer das sehen könnten, dass sie eigentlich dieses riesige Liebesvermögen haben und der Narzisst einfach die falsche Ort ist, um das hinzupacken. So, das ist nur eine von den großen Learnings, ja. Das ist eine Sache, die ich bei der Aufklärung auch für mich persönlich wichtig finde, ist, dass die Betroffenen, die im Umfeld von Narzissten sind, keine Opfer sind. Und genauso wie Narzissten die Schuld ablegen, um weiterzukommen, die Menschen, die von Narzissten ausgenutzt wurden, das Opfersein ablegen, um rauszukommen. Das heißt, dass man wurde ausgenutzt von Narzissten, ja, vielleicht immer wieder, ja. Aber nur wenn man die Opferrolle ablegt, bewusst ablegt und in die absolute Eigenverantwortung kommt, wie kann es sein, dass ich das zugelassen habe? Sind Menschen mit der narzisstischen Persönlichkeitsstörung manipulativ Täter? Ja, aber ich bin jetzt kein Opfer. Ich bin kein Opfer. Ich stoße diesen Gedanken ab. Und das ist auch ein Riesenkritikpunkt, den ich jetzt vermehrt immer weiter aufbringe an die Nische Narzissmus. Es ist zu schwarz und weiß. Viele Zuschauer werden dort selbst Narzissten sein, die sich das nicht eingestehen wollen. Und ich sage das jetzt auch wirklich und direkt, weil das geht mir langsam so sehr gegen den Strich. Ich weiß, wovon ich rede hier. Ich weiß, was funktioniert, um da rauszukommen. Das ist nur für Zuschauerzahlen. Das Thema ist für mich ein wichtiges, persönliches, emotionales Thema. Und deswegen möchte ich das auch so direkt ansprechen. Und natürlich nicht jeder. Das ist natürlich ein schwieriges Thema, wenn man sich die Frage stellt, bin ich eigentlich ein Narzisst, ja oder nein? Wenn man in dem Chaos drin ist, wird die Frage aufkommen. Wenn man 10 Jahre lang sich nur diese Videos anschaut und sich nur immer über Narzissten aufregt, haben sie es irgendwie verdient, kann man durchaus bestimmt sagen, ja. Aber das hast du vorhin auch schon sehr gut gesagt. Irgendwann bringt es einfach nichts mehr. Und eine Sache, die gehört auch dazu, was gerne gesagt wird, Narzissten leiden nicht selbst, sie wissen immer genau, was sie machen, sie wurden so geboren. Tommy, magst du diese Sachen einmal aufklären? Was ist eigentlich die Wahrheit? Was steckt da eigentlich dahinter? Naja, ein Narzisst kann halt Leiden nicht empfinden. Ja? Das heißt nicht, dass er nicht leidet. Und was halt, was Opfer von Narzissten halt, also Co-Abhängige halt immer sehen, ist ja das echte Ich, das verletzte innere Kind. Gerade Frauen, kann natürlich auch in beide Richtungen gehen, ja. Also sie verlieben sich auch in das kleine verletzte Kind und sehen halt Hoffnung und haben Hoffnung. Ja? Also der Leidensdruck ist einfach nur nicht vorhanden. Aber er wäre da, wenn der Narzisst eben in Heilung ist und geht und dann bei dem verletzten Häufchen kleinen Elend quasi in sich selbst ansetzt. Dass ja der Leidensdruck hat ja dazu geführt, dass die Menschen sich so abspalten von den Gefühlen. Ne? Und der Weg des Narzissten ist halt, meistens geht das nicht smooth sozusagen aus einer bewussten Entscheidung heraus, sondern Narzissten brauchen richtig auf den Deckel. Ja, die brauchen heftigste existenzielle Heilungskrisen, um sich überhaupt zu erkennen. Ja, das geht selten. Deswegen ist es auch gut, wenn ihr euren Narzissten liebt, dann blockiert ihn. Ja, weil er kann nur ohne narzisstische Zufuhr, kann er wirklich nur auf den Boden der Tatsachen kommen. Es muss alles kollabieren. Er muss existenzielle Krisen haben. Wenn er die überlebt, ja, dann kann er sagen, oh, ich glaube, ich bin ein Narzisst sozusagen. Ja. Genau. Sorry, jetzt habe ich noch ein bisschen durch diesen Schwenk noch den Faden verloren. Du hast. Genau, wie war deine Frage nochmal? Zum einen, Narzissten leiden nicht. Zum anderen, Ah sie ja. wissen immer ganz genau, was sie machen.
Genau. Narzissten, wenn sie anfangen, sich zu spüren, leiden ja ganz viel. Also der Grund ist ja, die haben ja einen ganz, ganz geringen Selbstwert, ganz, ganz geringen alles. Also sie sind halt schwer verletzt innerlich und der Weg geht nur über das Leid. Das Leid muss der Anker sein. Die Tränen sind der Wegweiser zur Heilung für den Narzissten. Natürlich leiden die, wenn sie dann anfangen, in Heilung zu gehen. Und das andere, dieses Bild von dem knallharten, eindimensionalen Arschloch-Narzissten, ja, das ist nicht real. Ich habe es ja schon versucht zu erklären. Zugrunde liegt eine Ich- und Empathiestörung, ja, die existenziell bedrohlich ist, die oft mit schweren Süchten und Suizid und so weiter, Wahnsinn, Gewalt, selbstverletzendem Verhalten in Zusammenhang hängt. Und wie es sich denn ausprägt, narzisstisch oder abhängig oder was auch immer, das ist Charaktersache und auch Phasensache. Also ich bezweifle, ich habe jetzt eine ziemlich knallige Narzisstin interviewt auf meinem Kanal. Und siehe da, wenn sie mit einem anderen Narzissten redet, wird sie plötzlich ganz empathisch, ja, und zeigt devote Anteile und sowas und spricht total offen von sich. Es gibt sicherlich diese knalligen Narzissten. Aber in der Realität sind es einfach nur verletzte Menschen mit Ich- und Empathiebehinderung. Ja, das wird ein Leben lang so weitergehen. Sie müssen nur prozentual versuchen, wieder mehr Herrschaft über ihr System zu bekommen, genuin zu bleiben. Also ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt, diesen knalligen Narzissten. Ja, vielleicht nur in der Literatur, ja. Ich denke, dass wenn sich Menschen diesen Narzissten vorstellen, dass das eher ein, vielleicht sogar ein Psychopath ist, ein grandioser Psychopath. Ja, genau. Denn was die Allgemeinheit jetzt nicht so versteht beim Punkt Narzissmus, genau richtig, wie du sagst, es hat mit dem Selbstwert zu tun. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ängstlich vermeidende Menschen, oder ich nenne das auch gerne manchmal einfach den Antinarzist, warum man zueinander findet, weil die Verletzung fast sogar die identische ist. Und dann kommt es darauf an, wie gehe ich mit dieser Verletzung um? Beziehe ich das auf mich selbst eher oder nach außen dann, diesen Schmerz? Ja. Und ja, das ist ein. Ich hätte noch eine Sache, die ich sagen kann. Darf ich nochmal zu deinem vorigen Punkt was sagen? Es sind da verschiedene Stufen in der Heilung von Co-Abhängigen, also Opfern von Narzissten. Ja? Und ich verstehe, warum, ich muss auch sagen, ich verstehe, warum, ich bin voll bei dir, dass man halt den Narzissten, ja, also verschieden betrachten sollte und nicht so festnageln sollte auf seine Narzisstenrolle. Aber in der Abgrenzung zum Narzissten nach Jahren und Jahren von Missbrauch ist es eben ein Teilerfolg, wenn die Frau, die vielleicht über Jahre und Jahrzehnte halt vermöbelt wurde, geschlagen wurde, bedroht wurde, gefoltert wurde, seelisch und körperlich, wenn die erstmal so ein ganz stereotypes Hassbild auf den Narzissten projiziert, einfach nur um überhaupt so eine Wut wieder zu spüren, die sie aus dem Orbit des Narzissten rausschiebt. Ja, das habe ich. Ich habe mal ganz kurz. Ich hatte mal ganz kurz mit der Anne Jone hier in Berlin zu tun, die ich auch ganz toll finde. Und die meinte halt, ja, ich verstehe, was du meinst mit deiner differenzierten Betrachtung von Narzissten, aber die meisten Menschen, mit denen ich zusammen arbeite, sind Frauen, die sich fragen, ob sie nach Jahrzehnten der Schläge jetzt endlich ins Frauenhaus gehen und ihre Kinder da, Ja, weißt du, es hat eine ich. Berechtigung, warum Narzissten so angeprangert werden. Es ist, wie gesagt, es ist nur ein Teil Heilungserfolg, wenn man dann in diese Abgrenzung zum Narzissten geht. Viele Frauen suchen ja den Fehler immer dann bei sich, ne, weil sie so unter der Fuchtel des Narzissten stehen. Ja, Also, da muss ich das ne? kurz so gerade nur richtig rücken, was da eigentlich meine Einstellung ist. Das heißt, meine Einstellung ist nicht, dem Narzissten entgegenzukommen tatsächlich. Es ist, was ist die Wahrheit? Das ist meine Einstellung. Meine Einstellung ist nicht, dem Narzissten irgendwie bestimmte Sachen, die sie anderen Menschen antun, wegzureden oder so. Oder zu sagen, okay, sie können ja so gesehen nichts dafür, kommen, ist doch halb so wild. Das ist ganz klar nicht meine Einstellung, sondern ganz absolut ohne Emotion, was ist passiert? Wie kommt es eigentlich zustande? Und ja, du hast absolut recht, es gehört das Zulassen der Wut dazu, um rauszubrechen und radikal zu akzeptieren, was mir angetan wurde, was sehr, sehr schmerzt an dieser Stelle. Und dann diese langfristige Auseinandersetzung funktioniert nur aus dieser Wut, die am Anfang gut und richtig ist, da dann langfristig rauszukommen, das funktioniert nur, wenn man versteht, weshalb Narzissten so werden
und dass sie nicht mit Absicht so sind. Das ist so gesehen meine Einstellung, das, was ich auch verkörper. Und du hast recht, also die Trennungsphase beinhaltet in den meisten Fällen enorme Wut auch. Wenn man sie zulassen kann, die Wut. Ne? Also wenn die Betroffenen dann die Wut, die nicht gegen sich selbst lenken, in die Selbstabwertung, sondern halt für den Narzissten, dem auch die Täterrolle zuschreiben und sagen, wenn er mich schlägt, ist er einfach schuld, egal was ich dann vielleicht an seinen Augen gemacht habe und wieder das rationalisieren und rechtfertigt und so. Genau. Wie ist das für dich, einen Kanal zu haben, zu sagen, ja, ich bin Narzisst, was ja auch irgendwie beinhaltet, wenn viele Menschen dabei sind, die solche Erfahrungen mit Narzissten gemacht haben, da beinhaltet ja drin, ah, ich weiß, was du getan hast anderen Menschen gegenüber. Dementsprechend wird eine gewisse, könnte ich mir vorstellen, eine gewisse Wut auch auf dich projiziert werden. Du bist Narzisst, ob es jetzt mein Elternteil war, mein Ex-Partner, Narzisst und ich attackiere dich jetzt. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass eine Seite kommt von Menschen, die vielleicht selbst auch narzisstische Anteile haben, das erkennen und sagen, super, dass du das so ansprichst. Und andererseits Menschen, die einfach neugierig sind. Gleichzeitig bist du ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie. Wie ist das so für dich, diesen Kanal zu führen, wo all diese Sachen zusammenkommen? Also ehrlich gesagt, meine narzisstischen Anteile ernähren sich von Emotionen wie Wut und Hass. Ja, das ist mein Game. Das ist halt ein Teil meines Bewusstseinszustandes. Es ist erstens total, schwingt gleich mit den kranken Anteilen von mir, die ich auch nach wie vor in mir habe, ganz ehrlich. Ich kann damit richtig gut umgehen. Ich bin der Mensch, ich kann einfach mit Harmonie nicht umgehen und mit heile Welt und sowas halt. Ne? Ich komme ins Rollen, wenn es halt heftig wird. Ne? Also ich bin nicht für Friedenszeiten gemacht, ich bin für Kriegszeiten. Da funktioniere ich. Ja, da bin ich, das ist mein Element. Ja, von daher, also erstens ist es total. Ja, also ein Teil von mir kann sich da halt ausagieren, aber eben schönerweise dann im therapeutischen Heilungskontext die Gräben zuzuschütten. Ne? Also ich versuche auch meinen bösen Zwilling so reinzuholen, der muss sich auch ausagieren. Du kannst ihn nicht nur wegdrücken, sonst kommst du wieder in dieses Licht und Liebe-Esoterik so, ja. Du musst einfach auch du musst irgendeinen Platz finden für deine Schattenanteile. Und ich genieße das total. Also ich genieße das, wenn's Zwietracht ist mein Element, das ist eine Wärme. Das kenne ich mehr als Liebe und Harmonie. Fühlt sich für mich warm an und bekannt. Ja, von daher ist es eigentlich kein Problem. Und dazu kommt halt, dass ich ja hier meine sehr empathische Therapeuten-Identität ja vor allen Dingen zeige. Ja, und meine verletzliche, selbstentlarvende innere Kindheilungsseite, die zeige ich ja vor allem auf dem Kanal. Ich würde eher sagen, dass ich viel zu wenig Hate bekomme in den Kommentaren und dass eben viele, die halt jetzt co-abhängig sind, sowieso die Tendenz haben, den Narzissten zu entschuldigen und das Problem bei sich zu suchen, ja immer noch viel zu sanft mit mir sind. Also ich bekomme ehrlich gesagt gar keinen Hass oder gar keine Wut ab, viel zu wenig. Und mit denen ich halt arbeite, sage ich halt, wo ist deine Wut? Wo ist denn deine Gegenreaktion? Ne? Dazu kommt dann noch, dass ich halt super, glaube ich, ganz gut bin darin, wertschätzend auch, ich weiß, wie man mit Kritik umgeht. Ja? Auch wenn ich persönlich jeden Kommentar erstmal negativ gegen mich lese, das ist halt Teil meiner paranoiden Persönlichkeitsstörungsanteile. Ja? Also erstmal ist alles ein persönlicher Angriff gegen mich. Ja? Und dann atme ich durch und dann sage ich, pass mal auf, strategisch ist es einfach günstig, selbst wenn du jetzt gerade total abgefuckt bist. Es ist strategisch günstig, wenn du jetzt einfach sagst, okay, ich verstehe. Erstmal vielen Dank für deinen Kommentar, ja. Und das quasi zu deeskalieren, dass der Mensch sich einfach halt wertschätzend auch Kritik gegenüber zeigt. Ja. Und dazu kommt halt auch jetzt mal Einblick in meine strategischen, eiskalten Aspekte. Ist doch egal. Also Polarisierung ist gut, ist Aufmerksamkeit, ist viele Attention, viele Kommentare und auch jeder Negativkommentar ist halt einfach Traffic und Relevanz auf dem YouTube-Algorithmus. Von daher, also warum soll ich dagegen sein? Ne? Du blühst auf in Chaos. Wie funktionieren denn dann Beziehungen? Weil du hast ja auch einen Sohn. Wie funktionieren Beziehungen, wenn du dich nur wohlfühlst, wenn es Chaos und Streit gibt? Ja, also das ist ja nur ein Anteil. Ne? Also ich versuche ja gerade die prozentuale Gewichtung in meinem Leben, versuche ich ja schon seit 25 Jahren, zu verschieben. Ich weiß, ich werde niemals heilen. Ja? Dafür war das zu schwerwiegend, was ich erlebt habe. Und diese Nichtzeit, wo nie was entstehen konnte, auch neuronal nicht, ist einfach schwerwiegend. Ja? Aber ist ein Kampf um Prozente.
Und alles, was ich habe an nervlicher Belastbarkeit, an Empathie, ich bin ja alleinerziehender Vater hier in Berlin und muss ja quasi nicht nur den Vater, sondern auch die Mutter irgendwie emulieren in meinem Verhalten, was natürlich noch krasser eine Herausforderung für meine innere weibliche Seite quasi ist, ja. Alles, was ich habe, kriegt mein Sohn. Und leider nicht meine Partnerin. Ja, da ist dann nicht mehr viel übrig, weil ich einfach nur so und so viel Prozent habe. Und genau, in der Beziehung, in der Liebesbeziehung bin ich dann halt einfach der Mensch, der mit Harmonie nicht umgehen kann. Ja, das ist schön im Bett, ja, aber das ist halt im Alltag schlecht, weil ich dann einfach ständig Konflikte störe. Ja, und dann Chaos halt produziere aus mir selbst heraus, selbst aus dem Nichts heraus. Also ich finde das interessant gerade, weil du bist sehr ehrlich. Du sagst es, wie es ist. Gleichzeitig hört man ja da heraus, du lässt diesen Anteil an deiner Freundin raus. Ja, das stimmt, ja. Deswegen habe ich auch gerade mir einen Beziehungsstopp verordnet, weil ich möchte mir in den Spiegel schauen können. Ja, und wenn ich kein guter Partner sein kann, will ich lieber erstmal kein Partner sein. Es hilft meinem Heilungserfolg, wenn ich nicht ständig mich selbst entwerte. Wenn ich ehrlich bin, entwerte ich mich selbst, wenn ich halt mich aggressiv oder manipulativ oder chaosstiftend einer Person, die mich so liebt, die mir so vertraut, die mir so viel von sich schenkt, halt gebe. Ja, also das ist ganz schwer, das zu akzeptieren, dass man dann einfach nichts dagegen machen kann. Man kann auch sagen: Achtung, es geht bei mir hoch. Könntest du jetzt bitte, könntest du den Raum verlassen, weil vielleicht schaffe ich schon nicht mehr, oder könntest du erstmal den Konflikt ruhen lassen und dass wir morgen weitersprechen, weil ich merke, gleich wird es ungut, ja, und ich versuche noch so Warnsignale, bevor dann der böse Zwilling übernimmt und dann im Autopilotenmodus ist und einfach voll viel Scheiße macht, so, ja, das ist schlecht, ja, das ist schwer. Also man fragt sich auch, ob man nicht ein Leben lang dazu verdammt ist, wenn man ehrlich ist, keine, ja, verbindlichen 1:1 Liebesbeziehungen zu führen, weil man einfach zu toxisch da ist. Das ist auch, sind auch Gedankenmodelle, mit denen ich spiele, ne? Interessant. Wie kann es sein, dass du so ehrlich bist, was ja auch sehr gezielte Punkte angeht? Ich meine, wir haben jetzt gerade wirklich ein sehr tiefgreifendes Gespräch und ich versuche auch wirklich gerade das Gleichgewicht zu finden, auf dich einzugehen und auch gleichzeitig natürlich die Zuschauer, dass sie sich auch abgeholt fühlen. Wie ist das so für dich, wie diese direkte Ehrlichkeit, wo andere Narzissten niemals, absolut niemals drüber reden würden? Ja, ich glaube, dass ich einfach diese Schnittstellenrolle einfach einnehmen kann. Ich kann halt wirklich manche Sachen mir erlauben zu sagen, im Bewusstsein meiner kompletten Unzulänglichkeit, Mensch, zwischenmenschlich. Und das ist, glaube ich, entwaffnend und das ist, glaube ich, die Rolle, die ich halt am besten spielen kann. Ja, und deswegen tue ich es halt. Wenn einer sagen kann, also genau, da ich einfach selbst aus völliger Verletzung herausreden kann, kann ich mir ein paar Sachen rausnehmen, die vielleicht gesagt werden müssten, aber die in diesem ganzen Opfer gegen Täter-Dialog eben nicht gesagt werden können, weil die Lager zu stark sind. Ich habe diese Doppelrolle. Ja, ich kann sagen, ich bin aktuell wegen Borderline, also der eher zu empathischen, zu hypersensiblen, hochempathischen Seite bin ich in Therapie und nicht wegen meinem Narzissmus. Ja, aber ich weiß halt, dass ich Narzissmus habe und das ist schön, diese Rolle zu haben und ich glaube, das ist der USP, der Unique Selling Point, den ich jetzt in diese Debatte mit reinbringen kann. Ja, weil gute Therapeuten gibt es viele. Ja, aber ich kann so von mir sprechen und da so eine Lücke schließen vielleicht. Das wäre mein Ziel. Ja. Ist das für dich selbst etwas Therapeutisches, so offen auch darüber zu sprechen, insgesamt das Thema für dich aufzugreifen? Genau. Ich rede ja von narzisstischen Schüben. Ich bin ja nicht durchgängig narzisstisch, habe Anteile. Ja, auch derzeit bestimmt nicht diagnostizierbar. Ja, ihr habt vollkommen recht in den Kommentaren, wenn ihr sagt, der ist kein Narzisst. Nö, aktuell bin ich akzentuiert. Ich habe Grauzonen, ich habe Anteile. Ne? Die sind trotzdem total toxisch und schrecklich. Ja, das ist für das Gegenüber. Ja, genau. Und sorry, wie war deine Frage? Wie ist das für mich? Alles gut, du hast das eigentlich schon beantwortet und du sagst, dass du aktuell kein Narzisst bist. Heißt das, dass in Zukunft, dass sich das wieder wenden kann und du in Zukunft wieder ein diagnostizierbarer Narzisst werden wirst? Ich bin ein Narzisst, ja, aber die prozentuale Gewichtung ist halt so gering, dass man es einfach nicht auf klinischen Tests meinetwegen diagnostizieren würde. So würde ich es eher sagen. Ich bin einfach Graustufen. Das heißt nicht, dass es halt schlimm ist. Ich glaube, was passieren könnte, dass ich zurückkehre,
dann müsste ich halt einen Alkoholrückfall haben, weil bei mir Alkohol und Narzissmus ganz stark zusammenhängen. Alkoholsuffmanie verschleiert sich selbst, ist ein schöner, ja, dämonischer Bruder von Narzissmus. Das wäre dann etwas, wo ich dann, das wäre, also eigentlich ist es undenkbar, genauso wie ich nicht zum Alkohol zurückkehren werde, ich auch nicht da zurückkehre in wenn dann der Vorhang wieder runtergeht und der Tommy plötzlich sich nicht mehr erkennt, das ist ja genau meine Heilungsstrategie, dass ich halt so immer so proaktiv, selbstentlarvend, hyper, empathisch in die Verletztheit reingehe und in die Unzulänglichkeit und in die, dass ich von einer lebenslangen, unheilbaren Behinderung spreche, er schafft eine Wachsamkeit, einen Wächter in mir, der, wenn narzisstische Schübe hochgehen, mich vielleicht noch zur Umkehr bewegt oder dass ich zumindest den Konflikt vermeide, indem ich weggehe oder andere Menschen sage, du entferne dich bitte schnell. Das wird gleich ganz, ganz schlimm. Ich bin gerade gleich fremdbesetzt und dämonisch besessen vom Narzissmus. So, ja, also so musst du es dir vorstellen. Interessant. Warum gefällt dir Zerstörung und Chaos? Was steckt da dahinter? Genau, meine Antwort aktuell ist, dass es kleinkindliche Konfliktstrategien sind. Ja? Für mich ist Gewalt, also ich habe einfach aus dem Nichts heraus habe ich heftigste Gewaltfantasien. Ja, mein Leben lang. Ja, das sind für mich so Flashbacks in die Zeit, wo ich mich vermutlich angefangen habe abzuspalten. Ja, es ist zutiefst kindlich, erstmal quasi zu sagen, alle Objekte sind nur eine Erweiterung meines Selbstes. Ja, also keine, dass das kein, dass die der andere gar kein eigenständiges Individuum sein kann, ja. Und es ist auch zutiefst kindlich zu sagen, ich löse einen Konflikt, indem ich die andere Seite komplett unwiederbringlich auslösche. Ja, das ist ein zutiefst Kind, das ist wie das kleine Kind, was einfach auf dem Spielplatz mit Sand schmeißt. Ja, das bin ich. Ich bin das dreijährige Kind in dem Moment. Ja. Aber was das Kind eigentlich machen würde, wenn es könnte, wenn es nicht, dann es würde das andere Kind gerne umbringen. Das ist meine These. Ja, aber Sandschmeißen ist einfach die Repräsentation davon. Ja? Und deswegen ist es halt für mich, ist es zutiefst kindlich. Also die ganze Strategie, Gewalt ist etwas zutiefst Kindliches, Kleinkindliches. Und das ist einfach eine krasse, zurückgebliebene Art und Weise, Konflikte zu machen. Die hat auch was mit der Art und Weise zu tun, dass man nicht aus seinem egozentrischen, kleinkindlichen Ich, das irgendwie noch keine Objektkonstanz kennt, das noch nicht dem Gegenüber ein eigenständiges Leben zusprechen kann, in der unterentwickelten neuronalen Verkümmerung, wie man halt andere Menschen und Objekte halt nur wahrnehmen kann. Ja, also das ist eine, wie gesagt, ich spreche von einer schweren Behinderung und so erkläre ich mir das. Ja. Interessant. Ich glaube aber nicht, dass Kinder sich umbringen wollen, gegenseitig. Ich glaube, das wäre höchst traumatisch, wenn ein Kind tatsächlich aus Versehen vielleicht ein anderes Kind umbringen würde. Aber ich glaube, ich weiß, was du meinst, dass da einfach nur rot. Man sieht rot Zerstörung. Genau. Für mich ist Gewalt etwas zutiefst Kindliches. Das Problem ist, dass halt wir in einer Gesellschaft leben, war es schon niemals anders, ich glaube nicht. Wenige Menschen sind wirklich erwachsen. Ja, das habe ich auch in einem Interview mit dir, mit einem anderen, mit einem tollen Therapeuten, habe ich mir angeschaut. Der hat auch gesagt, die allermeisten Menschen sind gar nicht erwachsen. Ja, und so sehe ich das auch. Also ich sage auch in meinem Kanal, 95% von euch, ihr seid einfach nur, ehrlich gesagt, nur kleine innere Kinder mit ein bisschen Aufbau, mit ein bisschen Vernunft und ein bisschen Erwachsenen-Coping-Strategien. Okay, hier muss ich gerade auch wieder einen Stopp setzen, weil auch hier, ich weiß, was du meinst. Und hier möchte ich gerne auf den Punkt eingehen, den du mir selbst auch mitgegeben hast. Menschen, die dabei sind zu erkennen, wenn sie physische Gewalt abbekommen haben, wenn sie heftige psychische Gewalt abbekommen haben, das wird gerade sehr, sehr, das war gerade ein Stich ins Herz gerade. Auch wenn ich weiß, was du meinst. Das heißt, ich werde das einfach so ein bisschen interpretieren, sage ich mal. Das heißt, es gibt einen Grund, weshalb man sich auf diese Menschen eingelassen hat. Es gibt eine eigene Wunde, die sehr ähnlich ist zu dem eines Narzissten, die auch Aufmerksamkeit braucht. Und die eigene Strategie ist, Narzissten werden damit umgehen, Zerstörung. Man selbst wird dann damit umgehen, unterordnen, ohne dass man es weiß. Wie kann ich mich unterordnen? Und es gibt dann einfach jeweils eine Wunde, die Aufmerksamkeit braucht. Ja, genau, es wäre auch spannend zu hören. Also wenn ich jetzt quasi die Fragen stellen könnte, wäre es mein Impuls zu sagen, was genau ist denn deine Geschichte damit, was. Na, du bist ja auch da, also mit dem Herzen dabei, ist ja deine absolut dein Herzensthema, auch wenn du natürlich auch andere Themen hast und auch deinen Kanal jetzt auch breiter aufstellen willst. Aber wieso
Wieso bist du da so engagiert? Was ist deine Motivation? Wäre jetzt quasi mein Impuls. Ich weiß, ich bin nicht der Fragensteller, nur dass du gehört hast, ich fühle mich in dich hinein und nehme das wahr, dass du da ein großes Anliegen hast, da irgendwie die Fronten auch klarzuziehen und die Eigenverantwortlichkeit besonders zu betonen. Das erscheint ja dann anders auch zu sein, ne? Absolut, das hast du sehr gut erkannt und das stimmt. Und ich werde da tatsächlich oder ich will da tatsächlich öffentlich nicht drauf eingehen, weil es höchst persönlich ist. Was ich aber sagen kann, ich habe da intensive Erfahrungen gemacht. Also ich weiß, wovon ich rede. Ich kenne mich aus und ich weiß, was funktioniert, um rauszukommen. Schön. Ja, und deswegen kann ich das auch so direkt kritisieren bei der Nische Narzissmus und den Menschen nur raten, wenn ihr zum ersten Mal in das Thema, zum allerersten Mal euch Videos anschaut, okay, die großen Kanäle, Namen werde ich jetzt nicht nennen, aber die großen Kanäle, schaut euch die an, aber irgendwann weg davon, weg davon. Denn sie werden diese Opfermentalität einfach auf euch draufstülpen. Wir, die Opfer von Narzissten, gemeinsam, wir sind Überempathen und wir sind entwickelte Empathen sogar. Mittlerweile gibt es entwickelte Empathen, bald wird es super entwickelte Empathen geben. Und das ist einfach die falsche Herangehensweise. Denn kein Mensch ist perfekt. Man kann durchaus sagen, okay, in einer Beziehung mit einem pathologischen Narzissten, narzisstische Persönlichkeitsstörung, gibt es eine Täter-Opfer-Rolle, die man zuordnen kann. Gleichzeitig, ja, ich wiederhole mich, aber wie kommt es dazu, dass ich mich darauf eingelassen habe? Und das finde ich wirklich interessant, auch den Punkt mit der Empathie. Empathie, Narzissmus, Borderline, denn ein Mythos zum Thema Narzissmus ist, dass Narzissten keinerlei Empathie haben. Das kann ja schon mal nicht sein, weil jetzt bist du mehr in Richtung Borderline und du hast sehr viel Empathie und das habe ich einfach gemerkt durch diese Frage. Das war eine sehr, sehr klare Erkennung von dir. Die Frage war, ich habe die gespürt. Was steckt dahinter? Wie kann das sein, dass du so viel Empathie jetzt hast, aber die narzisstischen Anteile immer wieder gesagt werden, sie haben keine Empathie? Ja, ich spreche da also von so einer Inselbegabung wie im Autismus vielleicht zum Beispiel. Ja. Ich versuche einfach nur Worte zu finden für das, was ich in mir wahrnehme. Es gibt Bereiche, wo ich halt einfach auch als Kind schon Empathie entwickeln konnte. Und mein Heilungsweg geht einfach dass ich quasi von da aus das ausdehne, vielleicht in angrenzende Felder und von da aus wieder die Empathievermögen in andere Felder ausdehnen und immer weiter, dass man so sich selbst wie so eine Knospe, die so eine Blume, so eine Knospe, die dann halt aufblüht, nach und nach dann doch wieder Empathie freischaltet. Zum Beispiel, ich gehe halt ganz stark über meine Vaterbeziehung. Ne, mein Vater war einfach ein ganz, ganz liebenswerter, toller Mann. Ja, mein persönlicher Halbgott sozusagen, der konnte alles, aber war eben auch so schwer krank, dass er so ambivalent war. Ne? Und deswegen kann ich auch sehr gut in der Motivation, ich möchte nicht so ein Vater sein wie mein Vater, der mich dann am Ende in letzter Konsequenz trotzdem in Grund und Boden stampft mit der Kausalität seiner Handlung, seines Suizids, dass er mich als einzigen gewarnt hat am Abend vor seinem Suizid und ich dann noch hätte handeln können, Schuldgefühle hatte, dass ich das nicht erkannt habe, was er damit meint, schwer über Jahre hinweg mich in Grund und Boden getreten hat mit diesem schändlichen Abgang. Aber eben deswegen habe ich die ultimative Motivation, ich weiß, wie sich Vater-Sohn-Beziehung anfühlt. Und ich kann es auf meinen Sohn übertragen und eben auf der guten Seite, dass ich halt sage, ich bin jetzt richtig, alles, was ich habe, bring ich da rein. Und dann zum Beispiel als Therapeut, dann, wenn ich erstmal die Vaterrolle entwickelt habe, dann habe ich einen guten Leuchtturm der Empathie in der Wüste meiner Empathiebehinderung und kann dann sagen, guck mal, ich kann einfach nur sagen, du hast so viel Mist dir von deinem narzisstischen Partner geben müssen, du tust mir auch wirklich leid und ich fühle mich ja fast schon, ja, so eine väterliche Liebe und Zuneigung und bin einfach super motiviert, jetzt dir da rauszuhelfen. Ne? Und dann, jeder Mensch ist ja inneres Kind. Wir reden von inneren Kind zu inneren Kind mit ein bisschen Aufbau. Ja? Und dann, wenn ich jetzt höre, da immer wenn ich spüre, da ist jemand, der da persönlich irgendwie betroffen ist, dann kann ich da andocken und das erweitern. So komme ich von Feld zu Feld und versuche das dann so freizuschalten. Aber ich sagte trotzdem, vieles von dem, was ich jetzt auch in der Gesprächsführung gelernt habe, ist halt Beobachtungs- und Imitierungslernen. Es bleibt in vielen Punkten trotzdem gut erlernt und gut performt, aber es war schon ein genuiner Moment, wo ich dich gerade gefragt habe, aber ich habe trotzdem so, vieles ist halt kognitive Empathie bei Narzissten und dann hofft man, dass über die kognitive Empathie dann
das echte Fühlen sich dann auch einstellt mit der Zeit. Und es war echt gefühlt, aber es ist eben, ich bin ständig, ein Narzisst ist ständig in der kognitiven Empathie, weil wenn er nur ein Arschloch wäre, würde er sofort die Zufuhr verlieren mit der Zeit. Das heißt, er muss sehr schlaue und feine Antennen haben über Kognitives. Deswegen sind Narzissten auch öfters mal richtig ja, schlau, ja, dass sie halt merken, was kann ich jetzt tun, um meine Techniken anzubringen, um geliebt zu werden. Weil eigentlich wollen wir nur geliebt werden. Ja, und dafür tun wir alles. Interessant. Sehr, sehr interessant. Ich bin fasziniert von dir, Tommy, weil du so ehrlich bist und nicht zurückhältst. War das eine Entscheidung von dir so, absolute Ehrlichkeit, oder kam das einfach mit der Zeit? Überlebensstrategie. Das ist wirklich, wenn du halt zweimal fast gestorben wärst, einmal durch Suizid und einmal durch Alkohol, na, und du hast ein Kind und du weißt, du willst diesen Schaden von ihm abwenden, durch die Behinderung, die du hast, bist du maximal motiviert und das Einzige, was ich tue, ist eben, mich immer wieder in meinem genuinen Ich zu halten und dass der Schub nicht anfängt, dass der Dämon nicht Raum ergreift. Es ist einfach nur reine, also ich mache das nicht, weil ich ein toller Mensch bin, also besonders toller, besser als andere so, sondern einfach nur, weil ich überleben will für meinen Sohn und am Ende langsam reicht es vielleicht auch für mich. Ja, vielleicht kann ich auch noch, kann ich mir ja mal irgendwas zugestehen, dass es eine Existenz von mir auch irgendwie Sinn macht. Aber als suizidaler Mensch ist das sehr schwer. Und ich habe eine starke Lebensmüdigkeit durch die ganzen Kämpfe und Erkenntnisse und Erfahrungen. Ich habe mehr Lebenserfahrung quasi gesammelt, jetzt innere Nöte und Kämpfe, Krisen bewältigt, als reicht für 3 oder 5 Leben. Ich empfinde eine Lebensmüdigkeit, eine philosophische, wo ich sage, ich habe eigentlich, wenn ich jetzt morgen ein Klavier mir auf den Kopf fällt, sage ich ganz gerne mal, dann ist es auch okay, ne? Aber ich muss eben noch eine Weile durchhalten. Ich bin zu schwer emotional behindert und wenn es vorbeigeht, es ist auch nicht schlimm, sage ich dir ganz ehrlich. Also das sollte man nicht zu sehr glorifizieren. Das ist einfach nur, dass es eine Überlebensstrategie ist, bei mir in meinem genuinen verletzlichen Ich zu sein, um ein guter Mensch zu sein, für meinen Sohn, nicht rückfällig zu werden und mich im Grund und Boden zu saufen oder mich umzubringen. Meine persönliche Theorie ist, dass man manchmal das komplette Konstrukt, was einem mitgegeben wurde, erst komplett auseinanderfallen muss, absolut komplett weg. Das Haus bricht zusammen, damit man dann Stein für Stein neu anfangen kann. Und man muss dann vorsichtig schauen, okay, wie kann ich diesen Stein jetzt platzieren? Das hört sich so an, dass du da gerade drin bist. Und ich bin auch davon überzeugt, Genau. dass es absolut möglich ist, auch wieder in die Lebensfreude zu finden. Das ist natürlich einfach für mich, das so zu sagen. Findet vielleicht, könnte ich auch verstehen, wenn du sagst, ne, kann ich irgendwie, finde keinen Anklang. Aber ich denke, dass das möglich ist, vor allem, wenn man das so vorgeht, wie du das machst, das für sich wirklich anzunehmen. Und dann auch wirklich radikal mit der Wahrheit voranschreitet. Ja. Tommy, was möchtest du zum einen den Menschen mitgeben, die immer weiter an Narzissten geraten sind, selbst narzisstische Eltern hatten, was auch Narzissten beinhaltet. Narzissmus erzeugt Narzissmus. Und zum anderen Menschen, die selbst narzisstische Anteile in sich erkennen. Ja, das Erste ist halt an die Opfer von Narzissten. Wenn ihr ihn liebt, verlasst ihn. Ja, das ist wirklich, wenn ihr ihn wirklich liebt und wollt, dass er heilt, ja, ihr braucht nicht den Therapeuten für ihn raussuchen. Ja, das wird nicht funktionieren, aber in der Einsamkeit und in dem Stopp des narzisstischen Zufuhr, da kann der Narzisst Krisen erleben, die ihn dann zum Erkennen und zur Heilung führen. Ja, also es ist falsche Liebe, da zu bleiben. Ne? Und das, was ihr seid, disintegriert immer weiter. Ihr verliert immer mehr den Boden unter den Füßen. Wenn ihr ihn liebt, dann liebt lieber euch selbst. Er schaut, was die riesige Macht der Liebe eigentlich vermag, einen Menschen, der nicht existiert, zum Leben zu erwecken. Das tut ihr ja quasi mit eurer projektiven Liebe. Etwas, was der Mensch existiert so gar nicht, wie ihr ihn liebt. Liebt euch selber und wenn ihr ihn liebt, wirklich als Menschen, wenn ihr das innere Kind liebt, den echten, genuinen Counterpart, dann verlasst ihn. Weil dann habt ihr eine Chance zu heilen. Das ist das eine. Und an Narzissten, ja, traut euch einfach verletzlich zu sein. Also, ne, ihr seht ja, wie ich es mache. Ich bin ja so ein bisschen der emotionale Vorturner hier. Und traut euch halt, es tut gut. Es tut gut, sich zu fühlen. Es tut gut, auch zu leiden, ja, weil dadurch spürt ihr euch und dazu müsst ihr nicht
SM-Sessions machen oder euch ritzen oder andere Menschen an eurer Stadt in Grund und Boden prügeln oder emotional missbrauchen. Es ist wirklich toll und das innere Kind kann heilen, auch wenn nur in Prozenten und in Mosaiksteinchen, aber traut euch verletzlich zu sein, weil ihr seid vermutlich auf der Täterseite, seid ihr eh schon eine Erscheinung. Ihr habt trainiert, Überlebensstrategien in einem falschen Ich. Ihr seid vermutlich charmant, witzig. Ihr habt eure Unsicherheit gut gelernt zu überspielen. Das heißt, eure Präsenz ist da. Und wenn ihr dann euch verletzlich zeigt, nichts ist schöner und attraktiver als ein starker Mensch, der Schwäche zeigt. Und dann auf einmal seid ihr nämlich auf eurem Heilungsweg und könnt selber ein Leuchtturm sein, so um halt da Bewusstsein zu schaffen für die gesamtgesellschaftliche Verletzung, die wir alle repräsentieren in unseren entweder Opfer- oder Täterpersönlichkeiten, die wir einfach haben. Also traut euch, verletzlich zu sein. Schwäche ist Stärke. Ich würde sogar sagen, nur indem man Verletzlichkeit zulässt, Entschuldigung, kann man zu sich selbst finden. Was sind meine Wunden? Nur so kann man zu sich selbst finden. Ich habe eine tatsächlich ehrlich gemeinte Frage. Bei dem Punkt Opfer von Narzissten, ist das für dich eine Erkenntnis zu sagen, okay, es gibt eine Opfer-Täter-Dynamik. Es gibt Täter und es gibt Opfer. Also auf der Handlungsebene auf jeden Fall. Ne? Also wenn ich meine Partnerin schlage, was ich zum Glück nicht tue, ja, und noch nicht vorhabe, dann bin ich ein Täter. Ja, und die andere Person ist ein Opfer. Ja, also ich weiß, du willst nochmal deinen Punkt verstärken wahrscheinlich gerade, ne? Aber das ist erstmal das eine. Ja, aber treffen wir uns doch lieber alle und eine Ebene tiefer auf der Ebene der Ich- und Empathiestörung. Die eine Person fühlt zu viel, weil sie wahrscheinlich einfach in ihrem Kindesalter die emotionale Kittmasse für ungute systemische Verschiebungen halt sein musste. Das sind ja die mit der Fusionsliebe, die Borderliner. Und die anderen sind halt die sich ja so stark als Opfer aufschwingen und andere terrorisieren, weil sie sich irgendwie mit dem narzisstischen Vater oder so identifizieren und das, ne, und selber so einer werden oder den, ja. Also treffen wir uns doch lieber eine Ebene tiefer. Und da sind wir nämlich alle gleich. Alle gleich geschädigt und reden auf Ganz unseren Gefühlen. genau. Ja, Ganz das genau. muss ich sagen. Genau das ist das. Es gibt von den Handlungen her Tätern und ich spüre einen Stich in meinem Brustkorb, immer wenn ich das Wort Opfer höre, weil das ist so sehr in mir verankert, das abzustoßen. Aber das ist natürlich auch, wir kommen einfach von zwei unterschiedlichen Richtungen hier. Aber das finde ich richtig, absolut gut, was du gesagt hast. Es gibt. Wenn wir physikalisch betrachten, was passiert, es gibt kein moralisch gut oder falsch physikalisch gesprochen. Das gibt es nur für den Menschen, sondern nur wir sind Menschen. Was ist passiert? Wie konnte es passieren? Und wie kann ich für mein Leben die absolute Verantwortung übernehmen? Und wie kann ich zu meiner eigenen Glückseligkeit kommen? Tommy, vielen lieben Dank fürs Dasein. Es war ein höchst interessantes Gespräch. Es war für mich eine Herausforderung, beide Seiten zu jonglieren. Ich hoffe, ich konnte es gut gemacht. Ich hoffe, du hast dich auch durchaus auch wohl aufgehoben gefühlt, hast meine Ja. Intention erkannt. An alle Zuschauer, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleib neugierig, bleib stark und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Marc.